Willkommen zu meiner Review zu One Piece Chapter 867. Fangen wir mal sofort auch an. Lin-Lins Macht. Wir sahen ja, dass Yororu Lin-Lin umbringen möchte, da sie das ganze Dorf ja halb zerstört hat. Wie man sehen konnte, ist Lin-Lin so gegen eine der ehemaligen Captain der Riesen stark genug, denn sie hat mit einem Armschlag das Schwert von Yororu zerstört. Und sie hat ihn dann auch noch mit einem Überschlag fertig gemacht. Somit können wir uns sicher sein, dass Big Mom wohl mit Ruffy doch in einen 1 gegen 1 Kampf mithalten kann. Pandora. Mother Caramel hat eine gewisse Fähigkeit benutzt und so eine kleine Sonne raufbeschworen, den sie den Namen Pandora gegeben hat. Komisch ist hier, dass die Sonne genauso aussieht wie die, die bei Big Mom ist. Lin-Lin hat ihre Süßigkeiten bzw. diese Semlas bekommen und ist sofort eingeschlafen. Demnach stand dann Yaroru auf und wollte seinen Kriegsfreund rächen, indem er Lin-Lin nun umbringen will. Mother Caramel versuchte die Sache mit Lin-Lin nun zu klären und will sie nicht einfach so aufgeben. Um verständlich zu machen, beschloss Mother Caramel nun mit Lin-Lin und den anderen Kindern zu verschwinden. Yororo, einer der ehemaligen Captain der Riesen, ist nach dem ganzen Ärger nun verstorben. Mother Caramel und die Weltregierung. Nachdem Mother Caramel Elbaf hinter sich ließ, findete sie ein neues Zuhause für sich und die Kinder. Doch nun sahen wir ihr wahres Gesicht und merkten, dass alles nun ein Schwindel ist. Mother Caramel ist in Wahrheit keine Nonne, sondern eine Waisenkindhändlerin. In der Unterwelt nennt man sie Yamauba. In der japanischen Mythologie bedeutet Yamauba eine Monstergestalt in einer alten Frau. Sie verhandelte mit der CP0, um zu klären, wie es mit Lin-Lin weitergehen soll. Denn Lin-Lin hat nun auch das Zeug, zum Admiral zu sein, meinten die Leute in der Marine. Dort wurde auch bekannt gegeben, dass Mother Caramel der Marine ein paar Riesen dort ausgehändigt hat. Jetzt wissen wir, wie die Marine die Riesen aus dem Krieg gegen Whitebeard herbekommen hat. Lin-Lins Geburtstag. Die Kinder dort lebten ihr Leben weiter, hatten ihr Spaß, doch eines Tages hatte Lin-Lin nun ihr 6. Geburtstag. Natürlich feierten alle ihr Geburtstag und Lin-Lins Geburtstagskuchen sind ein Haufen Semlers gewesen. Alle dort waren am Essen, doch kaum war Lin-Lin mit dem Essen fertig, waren alle auch plötzlich verschwunden. Nicht nur Mother Caramel, sondern auch alle Kinder dort waren weg. Lin-Lin suchte alle dort, nun hat sie aber nie jemand wieder gesehen. Ob sie alle wohl versehentlich gegessen hat? Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Somit endete der Flashback von Big Mom. Hoffentlich hat euch doch die Review gefallen. Ich muss ehrlich sagen, das Kapitel war mega geil. Also Big Mom hat anscheinend ihre, ja sagen wir mal, Freunde dort aufgefressen. Wahrscheinlich. Also man kann da nichts anderes erkennen, als dass sie die aufgefressen hat. Denn am Ende hat man noch im Kapitel auch noch gesehen, dass die Kleidungsstücke von Mother Caramel dort liegen. Also, oh mein Gott, Alter. Also das ist schon mega krass, wenn man schon das bedenkt. Klar, Big Mom isst Menschen, das ist schon gar nichts Neues. Aber dass sie das nicht gescheckt hat, dass sie die gegessen hat. Hammer gemacht, oder? Wirklich Hammer gemacht. Das ist schon so ein mega geiles Gruselfaktor, muss man schon richtig sagen. So ein kleines bisschen, weil die checkt nicht mal, dass sie alle auf einmal aufgefressen hat. Selbst die Kinder. Oh Mann, Alter. Und da muss man auch merken, klar, ich hätte nie gerechnet, dass Mother Caramel wirklich irgendwas mit der Weltregierung zu tun hat, denn die ist ja, gehört ja zum Untergrund und so. Und ich meine, hallo? Die verkauft die Kinder. Das geht nicht. Das macht man nicht. Blöde Kuh. Jedenfalls, es ist eben krasse Sache, aber so lief dir das anscheinend auch noch vor 60 Jahren. Oh Mann. Anscheinend ist sie tot. Was ich mich trotz allem frage, ist, woher Big Mom eher das Foto von Mother Caramel hatte, dass die schon vor 60 Jahren Fotos schießen konnten. Ja gut, das ist doch möglich gewesen. Krasse Scheiße. Trotz allem kann ich halt nur noch sagen, ich freue mich sehr auf den nächsten Chapter, weil wir haben ja gesehen, dass Ruffy und Big Mom jetzt doch kämpfen können, denn Big Mom hat einen Riesen vernichtet. Sogar zum Umbringen geschickt. Also der Typ ist gestorben, okay? Der Typ ist gestorben, der hat bestimmt noch andere Riesen getötet. Vor allem aber eben den einen Riesen, den ehemaligen Captain. Ich glaube, der ist die Yororo oder so. Unfassbar. Also man merkt, 1 gegen 1 gegen Ruffy ist auf jeden Fall möglich. Da freue ich mich auf jeden Fall. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat doch die Review je nachdem gefallen. Lasst doch ein Abo da, damit du auch nichts mehr verpassen kannst. Demnach kann ich noch sagen, lass ein Like da und habt noch einen schönen Tag. Mach's gut, bis bald und ciao.